So, den ersten Akt haben wir hinter uns. Ich bedanke mich beim Landesfanfarenzug Sachsen-Anhalt und ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu einer Veranstaltung mit dem Motto Miteinander statt Gegeneinander. Und die Veranstaltung soll sein für die Flutopfer und gleicherzeit so ein kleine Dankesfeier für die Fluthelfer. Ich darf vor allen Dingen begrüßen Herr Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümpfer, dann unseren Schirmherr Burkhard Lischka, Bundestagsabgeordneter, und Wilhelm Pieper, Referatsleiter Hochwasser- und Umweltministerium. Wir werden gleich weitermachen und zwar, Herr Oberbürgermeister, ich bitte Sie um ein paar nette Worte. Jetzt überlege ich gerade, an wen ich heute reden soll. Können wir an den Tisch setzen und können das individuell machen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hochwasser, wenn man hinter uns schaut in die Elbe, ist nichts mehr von zu sehen. Hier, wo wir jetzt stehen, ist auch nichts mehr von zu sehen. Aber vor 3 Monaten stand man hier wahrscheinlich bis zum Bauch im Wasser. Und viele haben mitgeholfen. Viele haben an vielen Stellen das Hochwasser verhindern können. Hier ist das nicht möglich gewesen. Hier sind das Elbelandhaus hat Wasser abgekriegt, sogar im Haus. Dass Schäden da sind, die jetzt Schritt für Schritt beseitigt werden müssen. Dafür gibt es ja den Hochwasserfonds. Und alle sind jetzt dabei, auch ihre Schäden Schritt für Schritt abzuarbeiten und das Geld dafür zu bekommen. Und dass alle wieder so mit neuem Mut dann starten können. Und wir machen uns Gedanken als Stadt, wie wir das fürs nächste Mal verhindern können. Nicht überall, hier wird das ganz schwer werden, weil man hier über die Wiesen überall das Wasser gar nicht aufhalten kann, was hier in den Klosterbergegarten reinkommt. Aber die Wohnhäuser da 100 Meter weiter links von hier, die wollen wir beim nächsten Mal schützen. Und dafür sind wir gerade in der Planung und Vorbereitung, da auch Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Das ist unsere Aufgabe jetzt, das zu machen, damit die Menschen beim nächsten Mal nicht wieder Wasser in der Keller oder Wasser in der Wohnung haben. Und dass man heute das Thema nochmal aufgreift, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und darauf zu erinnern, dran zu bleiben, dran zu arbeiten, dass das realisiert werden kann, das sind alles wichtige Schritte, an denen wir uns jetzt abarbeiten. Und wir hoffen, dass wir das bis zum nächsten Hochwasser geschafft haben. Keiner weiß, wann es wieder kommt. Es kann im nächsten Jahr sein, es kann in 10 Jahren sein, es kann in 50 Jahren sein, das kann man zum Glück nicht voraussagen. Und von daher haben wir die Pflicht, uns jetzt darum zu kümmern. Und ich danke Ihnen, Herr Müller, dass Sie heute sich dem Thema gewidmet haben. Vielleicht kommen noch ein paar, wenn die Sonne rauskommt. Kann man nicht wissen, der Abend ist noch lang und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung. Bleiben Sie da, Herr Trümpfer. Bleiben Sie da. So, ich bedanke mich beim Herr Dr. Trümpfer und wir hoffen, dass das Hochwasser uns verschont bleibt. Weil man sieht ja, was für Arrangement und alles, was drum und dran geht. Nur ein Beispiel, es sind ca. 2,5 Millionen Sandsäcke gefüllt worden, nur im Raum Magdeburg. Ich darf Ihnen zur Erinnerung als übergeben und wir bedanken uns nochmal recht herzlich, dass Sie da waren und haben wir heute gesprochen. Ist gar nicht so einfach hier. Ist gar nicht so einfach, um die ganzen Bänke hier herumzukommen. Also, lieber Herr Müller, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne gekommen. Der Oberbürgermeister hat das ja eben schon gesagt. Das Hochwasser ist jetzt 3 Monate vorbei, ist aus der großen medialen Berichterstattung weitestgehend verschwunden. So ist das heute in unserer schnelllebigen Presselandschaft. Aber wir wissen alle, dass es auch hier in der Region etwas weiter südlich viele Menschen gibt, die haben mit den Folgen des Hochwassers noch zu leiden. Die können im Augenblick nicht in ihren Häusern wohnen, die wissen noch gar nicht, wann sie wieder ein unbeschwertes und normales Leben führen können. Und diese Menschen, die sind weiter auf unsere Hilfe und auf unsere Unterstützung angewiesen. Und deshalb recht herzlichen Dank an all die Organisatoren, an die Helfer, an die Künstler,
die diese Veranstaltung hier heute ermöglicht haben. Und ich hoffe, dass noch ein paar Leute mehr kommen, vor allen Dingen, weil sie auch sammeln wollen. Heute für Hochwasseropfer, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir dann heute auch ein gutes und vernünftiges Ergebnis haben, was Spenden angeht, weil jeder Euro wirklich dringend gebraucht wird. Also herzlichen Dank an alle, die das hier heute auf die Beine gestellt haben, und noch gutes Gelingen. Dankeschön, Herr Lischka. So, Burkhard, komm nochmal her. Ich habe was vergessen. Ach so, auch noch eine Uhr. Ja, ja, das ist nett. Dankeschön. Zur Erinnerung. Danke. So, und jetzt hier haben wir ein Original Sandsack, genannt Klingelbeutel. Da wollen wir Spenden einsammeln. Carina macht eine Dubelshow Rosenstolz. Hallo, ich begrüße ganz herzlich alle hier. Leider sind nicht ganz so viel gekommen, wie wir gehofft haben. Es regnet ja jetzt gar nicht. Ich versuche es einfach trotzdem. Soundcheck könnten wir auch nicht machen, weil da oben eine Beerdigungsfeier ist. Aber ich versuche es einfach. Wir fangen einfach an und dann mache ich meine Zeichen, ob das mir so gefällt oder nicht. Ich längst schon draußen, Zeit nimmt sich den nächsten Flug. Hab versucht, dir nachzulaufen, bin doch gestern erst geboren. Und seit kurzem kann ich gehen, hab mein Gleichgewicht verloren, doch kann trotzdem gerade stehen.
Ist ja selten, dass ich vor so wenig Publikum singe. Bei uns im Café Hansen ist es jedenfalls immer knackevoll, wenn da Party ist. Aber das ist egal. Wollen wir noch ein bisschen Rosenstolz hören? Ja. Ja? Okay, dann mache ich weiter. Ich gehe in Flammen auf. Passiert. Perlen.
Straße fallen Taucher, ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns verdient. Jeder Kuss schmeckt nach Verlangen und kein Wort muss ich erklären. Nur mit dir kann ich mich am Dasein ganz verzehrt. Hör nicht auf, mit mir zu tauchen. Lass nicht los, nicht heute da. Nur ein Schritt nach vorn zum Leben. Egal, wie es passiert. Perlentaucher, ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns Reise, Perlentaucher, ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns. Perlentaucher, nimm mich mit auf deine Reise, Perlentaucher, ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wir haben die Perlen uns verdient. Perlentaucher, nimm mich mit auf deine Reise. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns verdient. Perlentaucher, nimm mich mit auf deine Reise. Ganz egal wie tief. Und wenn wir keine Luft mehr kriegen, wenn die Wellen uns besiegen, weiß ich doch, wir haben die Perlen uns verdient. Liane Karina. Sehr schön. Ich sage vorerst mal Dankeschön. Und ich möchte schnell mal da noch was loswerden. Eine kleine Statistik. Nur Raum Magdeburg. Und zwar waren in der Zeit des Hochwassers ca. 20.000 Helfer. Davon waren 8.800 professionelle Feuerwehr, Rotkreuz, Hessisches Hilfswerk. Und es wurden ca. 2,5 Millionen Sandsäcke gefüllt. Dann waren ca. 5 Hubschrauber im Einsatz und 11 Hochleistungspumpen für die Feuerwehr, um Wasser abzupumpen. Das war mal so eine kleine Statistik. Jetzt, Sie nehmen ja schon Aufstellung, kommt noch einmal der Landesfanfarenzug Sachsen-Anhalt.
Pilze. Ich bedanke mich recht herzlich beim Landesverband Warenzug Sachsen-Anhalt für Ihr Kommen und für Ihre Darbietung. Und ich bitte nun Wilhelm Pieper mal zu mir. Und ich darf auch ein paar Worte sagen. Dankeschön. Herr Müller, vielen Dank, dass wir als Umweltministerium, die für den Hochwasserschutz zuständig sind, hier auch erscheinen dürfen. Meine Damen und Herren, ich hätte mir gewünscht, dass hier etwas mehr Leute zugegen sind bei dieser Benefizveranstaltung. Dennoch, die Sonne lacht, was wollen wir mehr? Ich habe bei dem schönen Programm, was bisher gelaufen ist, immer mal schon wieder diese Bilder angeschaut von der Flut. Es ist erschreckend, was da passiert ist. Wir hörten vorhin schon vom Oberbürgermeister, von Herrn Lischka, die Dankesworte an die vielen, vielen Helfer. Herr Müller hatte das vorhin auch erwähnt, was hier im Raum Magdeburg zugange war. Ich kann das nur ergänzen aus Landessicht. Wir haben hier an einem Tag, ich komme dann ja ganz kurz nochmal drauf, an einem Tag, nämlich an dem Deichbruch in Fischbeck, haben wir die gesamte Hubschrauberstaffel des Bundes, also alle Lastenhubschrauber des Bundes waren da zugegen in Land Sachsen-Anhalt an dieser Stelle. Also das war schon ein Materialeinsatz und ein Personaleinsatz, der ist gewaltig gewesen. Ja, wie ist das nun dazu zu kommen? Ich möchte Sie hier nicht belasten mit irgendwelchen Zahlen oder irgendwelchen langen Reden. Wir müssen uns das mal verdeutlichen, was ist da auf uns losgekommen. Wir haben 2002 dieses Hochwasser, dieses damals schon verheerende Hochwasser gehabt. Das hatte etwas zu tun mit den Wassermassen, die übers Erzgebirge, dann über die Mulde und über die Elbe denn zu uns kamen, haben erhebliche Verwüstungen gebracht. Diesmal war es flächendeckend. Und das ist das, was uns beschäftigt hat. Wir haben aus dem Land Thüringen über die Saale, wir haben aus der Schwarzen Elster, also aus Brandenburg und überall her, es war flächendeckender Zufluss. Und das war bis auf den Harz, möchte ich mal sagen. Der Harz hatte da wenig dazu beigetragen. Und das kam alles dazu. Und dann zwei Dinge, die dann passierten. Einmal die Weiße Elster und die Saale, die trafen aufeinander mit verheerenden Folgen, letztendlich auch für die Stadt Halle. Und dann die Saale und die Elbe-Scheitel kamen aufeinander. Und das führte unter anderem hier zu dem bekannten Deichbruch im Breitenhagen. Mit den Folgen, dass ungefähr 85 Quadratkilometer Wasser, Fläche unter Wasser gingen. In Sachsen-Anhalt hatten wir dann insgesamt 4 Deichbrüche zu verzeichnen, 2 an der Schwarzen Elster, denn dieser Breitenhagen an der Saale und der in Fischbeck. Fischbeck hat uns besonders betroffen gemacht. Ich will jetzt mal die Situation Magdeburg mal aussparen, hat Herr Dr. Trümper vorhin schon kurz was zugesagt. Aber Fischbeck, 150, das muss man mal vorstellen, 150 Quadratkilometer und ich weiß jetzt nicht, wie viel genau, ich glaube 23 Gemeinden wurden zumindest teilweise evakuiert, also großes Leid, was da passiert ist. Und man hat diese Situation letztendlich, wir werden das alles und sind dabei, alles auszuwerten und zu Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Schlussfolgerungen werden sein müssen weiterhin, dass die Anlagen, die Deichanlagen, die wir seit 2002 schon für etwa 500 Millionen Euro ertüchtigt haben, die haben übrigens gehalten während der Flut, dass wir weiter an diesen Dingen arbeiten, zur Sicherheit der Menschen, dass wir dann diesem Ruf, der immer wieder kommt, gebt den Flüssen mehr Raum, dass wir das in der Priorität höher stellen, dass wir da also auch an die Polder- und Deichrückverlegungen mehr denken und dann als drittes natürlich auch eine sehr gute Information über Hochwasservorhersagezentrale und. Das sind die drei Punkte, die wir angehen müssen. Da gibt es entsprechende Festlegungen, entsprechende Aussagen dazu. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, die Zeit ist jetzt nicht da, das kann ich gerne am Tisch, wenn jemand da was Näheres wissen will, noch erläutern. Ich bedanke mich, dass diese Veranstaltung stattfindet und wünsche weiter guten Verlauf. Ich bedanke mich, Herr Blieber. Und ich darf eine Abendverlegung. Und
es hat mich gefreut. Sie auch, denn ich komme nachher mal an dich. So, ich bedanke mich vielmals. Ja, und ich hoffe mal wieder so was ist. Also, ihr bekommt auch für eure Mahlzeit. Und das ist von mir gut. Ich bedanke mich. So, und für euch haben wir auch was. Greift mal in die Tasche oder seid es aus. Reibt mal da dran. Reibe mal. Das ist eine Wunderlampe. Jetzt ist es sauber. Schön gemacht. Sieht aber auch mal. Och ja, liebes Kind. Ja. Und da haben wir jemand. Können Sie mal reiben? Eine Wunderlampe? Thank you.
الشمس تطلع كل يوم وانت غايبة لي النهار انت فين والحب فين قلبي دايب من سنين لسه بيدور عليكي نفسي اشوفك ثانيتين انت مش زي الجميع بسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي انت مش زي الجميع بسمتك لون الربيع ضحكتك تجري في دمي تبعدي انا مش حبيبي نبض قلبي ونسي من نسيم انا بحرسك وانت غايب عن عيني كل ثانية بتنسى Thank you.